Liebe Zuschauerin, liebe Zuschauer, geht es Ihnen manchmal auch so, dass Sie nicht weiter wissen? Sie stehen wie vor einem riesigen Berg und der versperrt Ihnen die ganze Sicht. Sie sind traurig, entmutigt, kraftlos. Dazu kommen all die Einschränkungen wegen Corona. Was machen Sie aus solchen Situationen? Vermutlich fangen Sie an zu überlegen, nach Lösungen zu suchen. Vielleicht holen Sie sich Unterstützung. Im Gespräch mit einem vertrauten Mensch tun sich manchmal ganz neue Perspektiven auf. In der Bibel findet man einiges an Lebenshilfe. Sie ist wie eine Gebrauchsanleitung für uns Menschen. Gott hat den König Salomo aufgefordert, zu wünschen, was er wollte. Der Salomo hat nicht Reichtum und Macht erbittet, sondern Weisheit und Erkenntnis, dass er gerecht kann regieren. Im Neuen Testament, im Jakobusbrief steht, wenn jemand zu wenig Weisheit hat, dann soll er Gott darum bitten. Und Gott gibt gern. Und er verspricht einen Ausweg. Tönt eigentlich ganz einfach. Warum nicht einmal testen? Der Gott, der sagt, dass er uns und die ganze Welt gemacht hat, bei seinem Wort nehmen. 52 Bibelstellen haben offenbar mit Weisheit einen Zusammenhang, habe ich gelesen. So viele Wochen haben wir im Jahr. Also hätten wir für jede Woche einen Weisheitsvers. Gerade wie unseren Wochenimpuls. Weisheit ist ein altes Wort. Ein Begriff, den wir heute nicht mehr so brauchen im Alltag. Weisheit hat mit Einfühlungsvermögen, mit Lebenserfahrung und mit Erkenntnis zu tun. Sie ist ein Geschenk von Gott. Es geht darum, ruhig zu werden, zu vertrauen, Neues auszuprobieren und zu wagen, sich Gedanken darüber zu machen. Probieren Sie es doch einfach aus. Gott lädt uns ein, dass wir uns ihm zuwenden. Er hört auf unser Gebet. Und er freut sich, wenn wir ihn um Rat und Weisheit fragen. So wünsche ich Ihnen, dass Sie dranbleiben, nicht aufgeben und bereit sind, immer wieder anzufangen. Gottes Segen möge Sie begleiten in den kommenden Wochen und der kommenden Zeit.